Ja, jetzt stehen wir hier in dem Outfit, das wir gewählt haben. Der Schmetterlingseffekt, unsere erste Quest, sich Orientierung verschaffen. Sie wurden in den Nebengassen einer unbekannten Stadt zurückgelassen. Das Letzte, woran sie sich erinnern, ist ihr Kontakt mit einer wilden, ungewohnten Kraft in ihrer eigenen Wohnung. Dann klopfte jemand an die Tür und ein stummer Besucher berührte sie. Soweit sie sehen können, haben die Besucher ihnen nichts weggenommen. Sie waren auch nicht gewalttätig, aber sie haben ihnen ein Beruhigungsmittel verabreicht und sie orientierungslos in diesen unbekannten Straßen zurückgelassen. Sicherlich nicht ohne Grund. Ja, erste Aufgabe, sich Orientierung verschaffen. Goodie. Zack, zack. Damit starten wir jetzt auch direkt. Ja, sieht ja nicht toll aus, unser wunderbarer Held hier ganz ohne Regenschirm. Und hier unten sehen wir es auch schon. Ja, die Stadt ist gar nicht so unbekannt. Es ist Seoul, die Hauptstadt von Südkorea. So, Ziel erreicht. Orientierung haben wir uns verschafft. Und ja, nächster Abschnitt. Auf die Schmetterlinge zugehen. Ja, damit sind wohl diese Schmetterlinge hier gemeint. Und denen müssen wir auch direkt folgen. Und wir sehen schon, hier sieht alles sehr asiatisch aus. Das freut mich. Also ich mag ja generell asiatische Großstädte. Vor allem wegen dieser immens überdimensionalen Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Film oder so gesehen habt. Ich finde das gigantisch. So, jetzt gehen wir hier erstmal den Schmetterlingen nach. Kommen hier an diesem kleinen Markt vorbei. Was haben wir hier? Das sieht so nach irgendetwas zu essen aus. Naja, was haben wir hier? Bananen, Orangen, Paprika, Knoblauch. Ja. Und da hinten sind auch unsere Schmetterlinge, ja, im Kumiho Hotel. Ja, hierher haben sie uns geführt und wir betreten hier auch gleich das Etablissement. Es muss hier sein. Irgendwo. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's... Sind Sie vertraut mit dem Schmetterlingseffekt? Hm? Er besagt, dass kleinste Veränderungen der Anfangsbedingungen das Langzeitverhalten eines Systems dramatisch beeinflussen können. Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings das Wettersystem. Und dann wird aus einer leichten Brise ein Tsunami. Hm? Die meisten glauben, das bedeutet, man könne in Systemen kein Muster vorhersagen oder finden, wenn sie von so winzigen, zufälligen, scheinbar unbedeutenden Ereignissen verändert werden. Aber in der Chaos-Theorie geht's gar nicht ums Chaos. Es geht um Ordnung. Darum, eine zugrunde liegende Ordnung zu finden in scheinbar zufälligen Daten, hm? Im Chaos. Mit anderen Worten... Chaos ist nicht... Es gibt immer Ordnung. Immer. Diese Ordnung ist das, was die Drachen suchen. Unermüdlich. Was sie machen, sind Experimente. Sie testen die Systeme. Sie züchten Schmetterlinge und versuchen so, die Muster zu erkennen. Je zufälliger die ins System eingebrachten Daten sind, desto mehr Daten kommen zurück. Sie erstellen ein Modell des Universums, einen Tsunami nach dem anderen. Aber das ist ein kontrolliertes Experiment. Die Drachen sorgen dafür, dass sie auch bei der kleinsten zufälligen Änderung die völlige Kontrolle behalten. Sie sind knallharte Planer. Und was sie auslösen, was sie planen, sind durchaus... Irgendwie sind sie Terroristen. Aber ihre Terrorakte sind kleiner, scheinbar ohne Konsequenzen. Sie sprengen keine Gebäude oder Flugzeuge. Sie ermorden keine Unschuldigen. Sie haben keine Doktrin. Was sie machen, ist viel subtiler und viel, effektiver. Sie haben jetzt genügend Daten in ihren Modellen, um Kausalität vorherzusagen. Zumindest ansatzweise. Wird jemand wohin geschickt, wissen sie ungefähr, was geschehen wird. Genau darum geht es.
Deshalb wurden sie hergebracht, nach Seoul. Sie fragen sich doch bestimmt, warum ich? Hm? Warum jetzt? Das ist unwichtig. Wichtig ist jetzt nur, dass sie hergebracht wurden, weil sie es so wollen. Man braucht sie hier. Alles vom Moment des ersten Besuchs an bis zu diesem Gespräch mag aussehen wie eine Reihe von Zufällen. Völlig willkürlich. Sorgsam geplant. Teil eines Modells, das sie entwickelt haben. Teil eines Systems. Es ist ein Experiment, verstehen Sie? Alles verfolgt einen Zweck. Alles ist wahr. Früher oder später gehen alle nach oben. Ja, ein ziemliches Wirrwarr, aber so ist das halt in der Chaos-Theorie. Unsere nächste Aufgabe, das Zimmer oben betreten. Das machen wir aber gleich erst, denn mit Jin Jae-hoon können wir auch noch so eine Runde quatschen. Ja. Es gibt nämlich ein ziemlich cooles Dialogsystem hier im Spiel. Das sind nämlich hier unsere Menüs, die auch so ein bisschen flexibel sind. Und jetzt können wir mit dem noch eine Runde quatschen über sich selbst, die geheime Welt, die Drachen, Illuminaten, Templer, Phönizia, Seoul oder den Rat von Venedig. Und ich denke mal, das handeln wir auch alles mal eben ab. Ich? Oh, ich war früher Professor für Geschichte an einer renommierten Universität in Amerika. Das Direktorium hat mich gehen lassen. Ich verlor meine Anstellung. Sie sagten, ich sei geistig labil, aber ich weiß, was geschehen ist. Jemand hat sie beeinflusst. Und wahrscheinlich haben sie es nicht mal gemerkt. Für sie war ich einfach nur ein Unruhestifter. Ja, das ist auch gerade ein bisschen leise, stelle ich fest, deswegen ganz kurz mal in die Audio-Option. So, nehme ich Sprache nach oben, also Dialog, und den Rest vielleicht ein bisschen leiser. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier alle Dialogoptionen durchquatsche, ist das wahrscheinlich für euch ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das Wichtigste, nämlich die geheime Welt. Ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal auf diesen Begriff stieß. Ich war fasziniert und verängstigt. Aber ich wusste, ich konnte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, etwas über die Existenz der geheimen Welt zu erfahren. Eine geheime Geschichte der Welt. Ja, The Secret World, das ist so ein Rätsel, das umfasst auch das ganze Spiel, was The Secret World eigentlich ist und was es mit den ganzen Sachen zu tun hat, die noch gleich auf uns zukommen werden. Aber ich möchte da gar nicht so viel vorausnehmen. Ich würde sagen, das Gespräch mit Jin können wir auch noch später weiterführen. Ja, er ist auch der Meinung, deswegen gehen wir jetzt nach oben und schauen mal, wer oder was dort auf uns wartet. So, da hinten sind wieder die Schmetterlinge. Sie weisen uns den Weg. Oh. Nette Hand. Ja, die beiden betuscheln irgendwas. Ja, und er zieht erstmal von dann. Du bist schüchtern. Schüchtern. Verwirrt. Verloren. Jetzt bist du nicht mehr verloren. Die Drachen haben dich gefunden. Und jetzt hast du mich gefunden. Alles geschieht aus einem Grund. Jedes Ereignis
gleichgültig wie klein, hat Konsequenzen. Sie werden Dinge von dir verlangen. Und meistens wirst du nicht wissen, warum. Oder welche Konsequenzen es hat. Das ist der Fluch der Drachen. Wir wissen nicht, warum wir tun, was wir tun. Aber wir tun es. Trotzdem. Weil sie uns sagen, dass es richtig ist. Aus Chaos entsteht Ordnung. Ordnung und Klarheit. Der eine Moment absoluter Klarheit kommt in dem kurzen Ausbruch der Ekstase. Wenn unser Geist leer ist, sind wir empfänglich für die Wahrheit. Meistens wirst du ihre Gründe nicht verstehen können. Du wirst die Konsequenzen deines Handelns nicht sehen können. Aber es gibt ein Ereignis, das du verstehen musst. Eine Wahrheit. Ich helfe dir dabei, sie zu sehen. Huch. Ja, und dann entschwindet er. Und der Ladebalken kündigt schon an, dass hier gleich etwas nicht mehr ganz so Schönes auf uns zukommt. Naja, schön, wie man es nimmt. Für uns bestimmt schöner, weil wir endlich ein bisschen Handlungsaction kriegen. Aber für ihn bestimmt nicht so schön. Alles abgeriegelt. Kaidan Cho, alles. Vom Park bis zum Orochi Tower. SDF-Quarantäne. Das ist gut für Tokio, aber schlecht für uns. Ich dachte, die Drachen lieben das Chaos. Mir wurde gesagt, die Illuminaten hätten alle Antworten. Von wegen Bombe. Es ist nie nur eine Bombe. Etwas Schlimmeres, das den Schmutz mitgebracht hat. Also Kampf. So machen wir Templer das. Ich mag gute Kämpfe, aber diese Hose ist aus verdammtem Samt. Sarah! Gaia sei Dank!